In diesem ersten Video, es werden noch einige andere folgen, werde ich euch einfach mal die japanischen Digimon-Karten erklären, beziehungsweise zuerst einmal, wie ein Rookie-Digimon zu einem Champion, Ultra- und Mega-Digimon in dem Kartenspiel digitieren kann. Ja, bei uns ist das Kartenspiel nicht so bekannt und erfolgreich gewesen, in Japan war es aber von 1999 bis 2003 sehr beliebt und erfolgreich und ich finde, es ist eigentlich auch ziemlich simpel und ein ganz nettes Spiel, wenn man denn Japanisch kann oder sich die Effekte merkt. Allerdings, wenn es so ums Digitieren geht, braucht man nicht wirklich viel Japanisch, das fängt dann erst bei den Option-Karten an. Nun ja, jetzt wie gesagt erstmal eine kleine Einführung und eine kleine Kartenbeschreibung in diesem Video und der Rest folgt dann so nach und nach. Das hier ist eine originale japanische Digimon-Karte. Wie man sehen kann, handelt es sich dabei um Renamon, für diejenigen, die es nicht lesen können, obwohl da oben der Name steht und darunter auch immer, aus welcher Booster- oder Starter-Edition es kommt oder ob es eine spezielle Karte ist. Oben sieht man den B-Typ. Das ist wichtig, damit man weiß, womit der Gegner unter Umständen angreift, weil man sieht ja den Angriff A, B und C. Und wenn wir jetzt gegen jemanden kämpfen würden, der auch den Typ B hätte, dann müssten wir mit B angreifen. Kann man natürlich mit bestimmten Effekten und Option-Karten halt auch anders machen, sodass man nicht zwangsläufig mit B angreifen muss, sondern man kann auch mit A oder C angreifen. Und C hat meistens immer, dass der Angriff zu 0 wird, aber auch das kann man mit Effekten oder Option-Karten durchaus umgehen. Ab und an steht halt bei den Digimon, dass sie eine Fähigkeit wie Untergrund zum Beispiel haben im Renamons Fall. Wieder andere haben aber auch Effekte, die man im Kampf dann nutzen kann und die das Digimon stärker machen. Auch oben im Text steht ab und an etwas, hier zum Beispiel, dass das Rookie-Digimon halt nicht in die Dark Area gesendet werden kann. Und bei anderen, zum Beispiel bei Ultra-Leveln oder Champion- oder Mega-Leveln steht, dass die Digitationsanforderungen nicht ignoriert werden können, dazu aber später dann mehr. Zuletzt noch die Lost Point. Egal ob es gegen ein Rookie, Champion, Ultra oder Mega Level kämpft, man würde jeweils immer nur 10 Punkte verlieren. Hier mal ein Vergleich zwischen zwei Renamon-Karten, die sich natürlich optisch voneinander unterscheiden. Und sie können sich natürlich auch im Angriff voneinander unterscheiden. Der eine kann dort mal mehr oder mal weniger abziehen. Wichtiger ist jedoch der Effekt bzw. die Fähigkeit. Ich hatte gesagt, das erste Renamon hatte einen Effekt, war jetzt nicht gezielt so, es hat eine Fähigkeit, Untergrund, sie können aber natürlich auch Effekte haben. Das zweite hat dagegen aber, was man an dem Viereck sehen kann, eine Supportfähigkeit. Diese Supportfähigkeit ist dafür da, wenn ich jetzt mit einem anderen Digimon kämpfe und 60 oder weniger Lebenspunkte habe, dann kann ich, wenn es ein NSO-Digimon ist, das kann man in dem kleinen Kasten erkennen, man sieht es aber auch ab und an vom Hintergrund, es ist halt dunkel, dann kann ich dieses Digimon noch unterstützen und zwar mit ganzen 290 Angriff. Also zu seinem normalen Angriff bekommt es dann eben diese 290 Attacke noch mit dazu. Hier haben wir jetzt Cubimon. Es ist halt so, es hat auch den Typ B, allerdings gibt es auch ein Cubimon, das den Typ A hat. Also nur weil Renamon Typ B hat, es gibt auch Renamon mit Typ C, muss Cubimon den nicht auch unbedingt haben. Hier sehen wir die Attacken und auch die Lost Point. Auch wenn es gegen einen Rookie kämpft, verliert es nur 10. Es gibt aber auch durchaus Champions, die verlieren sogar schon 20 oder 30, wenn sie gegen einen Rookie verlieren. Ja, bei Cubimon, also für die, die das jetzt nicht richtig lesen können, steht oben, welche Bedingungen man braucht. Ganz oben steht Renamon und das Kreis bedeutet halt, dass man eine Karte vom Deck dann ablegen muss. Natürlich gibt es auch noch andere Rookies, die dazu digitieren können mit anderen Bedingungen. Und wenn man es nicht lesen kann, der Name steht ja wie gesagt immer schön auf der Karte, oben drauf und auf der Rookie, die man braucht. Also kann man ja einfach die Schriftzeichen miteinander vergleichen und irgendwann gewöhnt man sich dran. Dieses Cubimon hat ebenfalls einen Support-Effekt. Es ist derselbe wie bei Renamon, nur dass man dann eben 400 Angriff dazu bekommt. Weiter geht es mit Taomon. Praktischerweise steht natürlich oben wieder, welches Digimon man benötigt, ganz oben Cubimon. Es kann auch aus anderen Digimon digitieren, dahinter steht ja 40%. Dafür benötigt man eine 40% Winraten-Option-Karte. Und zwar diese hier. Das Motiv ist vollkommen egal. Passenderweise sind zwar hier jetzt Cubimon und Taomon drauf, es kann jedes x-beliebige Digimon drauf sein, Hauptsache ist, da steht 40%. Gibt es natürlich auch 60 und 80%. Es gibt auch noch andere Dinge, also Option-Karten, mit denen die Digimon digitieren können, dazu später mehr. Und ja, Taomon hat natürlich eben auch stärkere Werte. Wenn es gegen einen Rookie verliert, dann verliert man 30 Lebenspunkte und bei einem Champion sogar 20, sonst nur 10. Und es hat einen eigenen Effekt, wenn es gegen Serum-Digimon kämpft, wird seine Attacke, mit der er es angreift, sogar noch um 200 erhöht. Zuletzt kommen wir noch zu Sakuyamon.
Dieses digitiert nur aus Tauumon, es gibt aber noch andere Sakuyamon-Karten, die nicht nur aus Tauumon digitieren. Und diesmal braucht man eine 60%-Karte, um eben mit Tauumon zusammen dazu digitieren zu können. Das Bild ist ganz egal, Hauptsache ist, da steht 60% drauf. Und natürlich muss man wieder eine Handkarte abwerfen. Sakuyamon ist zwar ziemlich mächtig, allerdings, wenn es gegen Rookies oder Champions verliert, dann verliert man 40 Lebenspunkte, bei Ultra 30 und bei Mega sogar 20. Und es hat zwei nette Effekte, dass der A-Angriff nicht zu Null werden kann. Und wenn man ein NSO-Digimon von der Hand abwirft, geht nur einmal pro Runde halt, also auch nur ein einziges, dann kann der Angriff, egal mit welchem Sakuyamon angreift, sogar verdoppelt werden.